Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten uns jetzt hier den letzten Raum anschauen. Das machen wir jetzt. So, eine Kugel. Dann hier die zweite rein. So, und dann gucken wir mal. In dem Raum waren wir ja schon. Oder? Ich glaube ja. Hier können wir nichts machen. Da müssen wir weiter. Brauchen wir aber nur eine Kugel für. Hä? Wo sind meine Kugeln? Die hatte ich doch mitgenommen, oder nicht? Ich bin mir sicher, dass wir die mitgenommen hatten. Okay, also hier sind zwei drinne, klar. Ah, die habe ich vergessen. Habe ich die andere mitgenommen? Wir schauen da nochmal. Habe ich die? Ja. Ich denke, du solltest etwas näher herangehen. Hä? Warum, Zack? Ich denke, wir sollten da wegbleiben. So, also die nehme ich mit. Aber hatte ich nicht eigentlich vier Kugeln? Habe ich wieder irgendwo eine verloren? Oh, möglich. Wirklich möglich. Zwei. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also ich war eigentlich der Meinung, wir hätten vier Kugeln gehabt. So, da haben wir noch einen Wandteppich. Okay, das sieht nach Gärtnern aus. Schau, noch so ein herrlicher Wandteppich. Ich frage mich, was das für ein seltsames Diagramm ist. Okay, noch ein Wandteppich, alles klar. Gut. Ja, das war's. Also die Kugeln würde ich jetzt eigentlich nicht nochmal einsammeln, oder? Sollen wir die wieder mitnehmen? Ach komm, wir nehmen die mit. Wer weiß, wofür wir die brauchen. So, eine. Wie gesagt, eigentlich sollten wir vier haben und nicht nur drei. Aber irgendwo werde ich eine vergessen haben. So. Gucken wir mal eben ins Inventar. Genau, eine habe ich vergessen. Irgendwo. Die würde ich gerne nochmal suchen gehen. Und zwar da drinnen, denke ich, habe ich die liegen lassen. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Falls ja, wäre es echt gut, die dabei zu haben. Hier, glaube ich, könnte das sein, dass ich die liegen lassen habe. Ne. Da vielleicht? Auch nicht. Ja, obwohl, habe ich die vielleicht in dem Raum liegen lassen? Wo habe ich meine Kugel gelassen? Immer fehlt mir eine Kugel. Das ist jetzt auch nicht so wirklich toll. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die nochmal wieder brauchen. Kann ich mir zwar eigentlich nicht vorstellen, weil immer die Rätsel eigentlich so waren,
dass man die Sachen nur für diese Rätsel gebraucht hat. Okay, das ist der Wandteppich. Nein, hier haben wir die Kugel nicht vergessen. Ja, dann nehmen wir die beiden jetzt einfach wieder mit und ich habe wirklich keine Ahnung, wo die andere Kugel hin ist. Wir gucken jetzt gleich nochmal in die Hilfe, damit wir wissen, was wir tun müssen. So. Ha, da ist unsere Kugel. Ich habe gerade überlegt, habe ich denn die letzte Tür zugemacht, wo nur eine gebraucht wurde? Nee, habe ich nicht. So, jetzt haben wir alle Kugeln. Gut. Dann können wir hier wahrscheinlich wieder raus. Wir werden alles haben. Ich habe nur wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen, was wir jetzt machen sollen. Irgendein Hinweis? Zack, erzählst du mir irgendwas? Nein. Gut, dann Hilfe. Ah, hier. Du musst das Rätsel über den Jahreszeitenwechsel in der Brunnenhalle verwenden. Okay. Das ist gut. Ja, hab's verstanden. Da kommen wir jetzt ja irgendwie nicht hin. Also nicht direkt. Da müssen wir rüber. Wie kommen wir jetzt da hin? Da müssen wir mal eben gucken, wie die Transporter jetzt hier sind, für welchen wir jetzt da brauchen. Also wir sind hier und müssen ins Observatorium, ne? Dann müssen wir hier zum Ostturm. Also mit Gelb. So, okay, da sind wir auch schon. Dann schauen wir uns mal das Rätsel an. Da. Ich frage mich, was das für eine riesige Kugel ist. Ah ja. Also Sommer, Herbst, Winter gehe ich mal von aus. Und Frühjahr. Ja. Okay, einmal kurz in die Dings gucken. Mit diesem Gerät verändert sich die aktuelle Jahreszeit im Gewächshaus. Ja, das ist toll. Aber wie kommen wir denn ins Gewächshaus? Da. Das ist schon ein enorm weiter Weg, ne? Also, da weiß ich auch nicht, was brauchen wir denn jetzt im Gewächshaus für eine Jahreszeit? Schau mal eben, wie sich das verändert. Also, jetzt haben wir Sommer. Oder Frühling. Okay. Und jetzt müssten wir dann ja theoretisch ins Gewächshaus. Das Observatorium brauchen wir nicht. Also müssen wir wieder zurück. Dann schauen wir jetzt mal ins Gewächshaus, würde ich sagen. Um zu sehen, was wir brauchen. Ne? Ich hoffe, dass wir das dann sehen, was wir brauchen. So, und jetzt war das doch rot, ne? Genau, rot, rot und dann laufen. Zweimal rot und dann noch eine Ecke laufen. Es ist ganz schön weit weg. Das hätte man noch vor das Gewächshaus machen können. So, nochmal rot.
So, und dann müssen wir laufen. Da hinten lang, genau. So, jetzt muss ich nochmal eben schnell auf die Karte gucken, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo wir sind. So, wir sind jetzt da raus, also müssten wir hier rum. Puh, hier drinnen ist es so heiß und feucht. Ich spüre keinen Unterschied. Glücklicher Drache. Ich wette, du bist hitzeresistent. Ja, wahrscheinlich ist er das. Okay, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, was wir hier tun müssen. Aber ich bin der Meinung, das hat hier mit den Pflanzen zu tun. Dieser Ort erinnert mich an ein paar Dinge, die du wissen solltest. Zum Beispiel? Ich habe dir bereits gesagt, dass ich Celeste kaum kenne. Aber das hier ist der Klassenraum, in dem wir uns ein paar Mal getroffen und geredet haben. Sie schien sich für alles, was mit Kräuterkunde zu tun hatte, sehr zu interessieren. Das überrascht mich nicht. Celestes Liebe zu Pflanzen hat sie von ihrer Mutter, Elana. Sie war Kräuterkundige und die beste Heilerin, die jemals in meiner Heimat gelebt hat. Elana hat immer ihre eigenen Interessen hinter denen der anderen zurückgestellt. Mann, ich hasse diese Schule. Nicht zu wissen, ob Celeste in Sicherheit ist, macht mich wahnsinnig. Aber wie du selbst gesagt hast, Lydia, alles wird gut. Okay, so, wir hatten jetzt hier ja, war ja das mit den Pflanzen, ne? Genau. Oh, wir hatten auch die Wandteppiche zur Hilfe. Ja. Nee, ich brauche eigentlich keinen ersten Tipp. Ich bräuchte die Wandteppiche. Die müsste ich mir mal angucken. So, wir schauen mal. Wo haben wir die Dinger denn? Haben wir die denn überhaupt irgendwo da? Also. Oh, das ist wirklich schwierig. Also, er gibt das, das oder er gibt das, 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 das. Das ist jetzt natürlich schwer. Das müssen wir herausfinden. Okay. Hauptsächlich, welche Jahreszeit, ne? Das ist auch irgendwie ein bisschen schwierig. Da nochmal gucken. Sobald die Gabe des Lebens nicht mehr geehrt, wird selbst das Herz des Stärksten versehrt. Das ist auch wieder irgendein Zeichen. Oh, da weiß ich gerade nicht, was ich damit anfangen soll. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. So, wir gucken hier nochmal. Aber ich habe hier nur lila. Also doch einen ersten Tipp bitte. Das Ziel ist es, drei bestimmte Arten von Blumen zu ziehen, um dieses Rätsel zu lösen. Wenn du nicht weißt, welche Blume du ziehen sollst, wirf einen Blick auf den dazugehörigen Wandteppich in der Bibliothek. So, ich habe zwei lila und eine rote. Ich muss mal eben noch mal gucken, was wir hier haben. Zwei lilane, eine rote. Jo, das ist komisch. Zwei lilane, eine rote. Naja, wir gucken mal, was wir so machen können hier. Ach ja, stimmt ja, wir können die ja verändern, ne? Und. Ja, aber. Was kommt da jetzt? Eine rote.
Das andere war eine weiße oder sowas, ne, auf dem Teppich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sagen, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Wie das funktionieren soll, denn ich habe hier ja drei Pflanzen. Und nicht nur zwei. Und ich frage mich, wie die Jahreszeiten hier reinspielen dann. Also, wir haben im Moment zur Auswahl lila, rot, grün. Lila, rot, grün. Haben wir zur Auswahl. So, nochmal zurück zum Wandteppich. Lila, nein, das ist der falsche. Lila, rot, grün. Haben wir zur Auswahl. Okay. Und weiß brauchen wir mit grün dann irgendwie. Also das und das. Lila und grün. Lila und grün. Das hier machen wir in lila. Und dann gucken wir mal, ob überhaupt irgendwas passiert. So, lila und grün. Und dann klicke ich jetzt einfach mal die an. Jetzt wird das auch lila. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist jetzt tatsächlich so, dass ich denke irgendwie, hä? Was ist jetzt hier kaputt? Das verstehe ich nicht. Oder muss das weg? Dass ich tatsächlich nur die zwei noch habe. Okay, versuchen wir mal. Das dauert sehr, sehr lange. Wieder mit dem Verändern hier. Es wird wieder recht langwierig. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir es alleine schaffen. Ansonsten machen wir das wieder mit der Lösung. Das finde ich persönlich viel, viel besser, wie wenn man einfach den Button drückt, ich brauche die Lösung. Und dann macht es das von alleine ohne Erklärung. Das finde ich nicht so prickelnd. So, jetzt müsste das eigentlich wegbleiben. Aha. Okay, so, nochmal Wandteppich. Also, ich habe jetzt lila und grün, ja? Ja, an die weiße komme ich ja nicht dran. Lila, grün. Grün und weiß ergibt rosa. Aha. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. So, wenn du nicht weißt, wie du die Jahreszeit im Gewächshaus verändern kannst, musst du noch ein bisschen in der Akademie forschen. Okay, es gibt 8 verschiedene Sorten Pflanzen. Manche von ihnen wachsen nur in einer bestimmten Jahreszeit. Doch wenn die Blumen erst einmal gewachsen sind, bleiben sie am Leben, auch wenn sich nachher die Jahreszeit ändert. Die 3 Blumen, die du ziehen musst, stehen auf dem dazugehörigen Wandteppich in der Bibliothek. Du brauchst 3 verschiedene Sorten Blumen. Ah, Moment, Moment. 1, 2, 3? Nein. Ja? Das sind mehr verschiedene Blumen. Das sind... Och, Mann. Okay. Okay. Also rosa, gelb und grün. Wir haben hier im Moment lila und grün und rot. Okay. Nee, dann gehen wir jetzt mal die Jahreszeit verändern.
Allerdings, vielleicht können wir uns noch einen dritten Tipp abholen. Der Wandteppich zeigt, welche Blumen man zusammenziehen kann und welche nicht. Rote und weiße Blumen können nicht zusammengezogen werden. So wie dunkle und grüne. Blaue und rote sind unverträglich, so wie weiße und grüne. Nee, ich verstehe es nicht. Oh Gott, da brauche ich aber jetzt ein bisschen länger. So, die beiden vertragen sich nicht. Die können wir nicht zusammenziehen. Die auch nicht. Die auch nicht, die auch nicht. Okay, die können wir zusammenziehen. Rot und grün. Dann probieren wir das doch jetzt erstmal mit Rot und Grün. Und gucken mal, was dabei jetzt rauskommt. Vielleicht kommt man noch von alleine drauf. Weil es muss ja irgendwann mal irgendwas auslösen, wenn es halt eine richtige Konstellation ist, ja? Also glaube ich zumindest, dass das so sein sollte. Also jetzt zum Beispiel müsste was passieren. Das ist jetzt ja richtig. Aber okay, also das müssen wir wieder wegmachen. Ich brauche also drei verschiedene Pflanzen. Aber ich verstehe tatsächlich nicht genau, was hier von mir verlangt wird. Wir gucken noch mal. So, die verstehen sich alle nicht. Und die hier können nur alleine gezogen werden, oder? Ah, schwierig. Okay. Egal. So. Gut. Jetzt würde ich dann erstmal den Part beenden. Im nächsten Part gehen wir dann das Wetter mal umstellen und schauen mal weiter. Also, bis denn. Ciao, ciao.